Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 18, dem Karrieremodus mit unseren Adlern von Preußen Münster. Beim letzten Mal sind wir leider Gottes schon aus dem Vorbereitungsturnier in der Gruppenphase ausgeschieden. Nach einem Sieg, ein Unentschieden und zuletzt einer Niederlage 0:1 gegen Admira Wacker sind wir mit 4 Punkten als Gruppendritter nicht ins Halbfinale eingezogen. Aber ich denke, das ist halb so schlimm. Trotzdem hat Fridolin Feige, ich glaube, einige Erkenntnisse aus den ersten drei Vorbereitungsspielen ziehen können. Und jetzt haben wir noch rund fast 2 Wochen Zeit bis zum Saisonstart in Liga 3, wo wir bei Rot-Weiß Erfurt beginnen werden. So, vorab müssen wir allerdings noch ein paar Sachen regeln. Zum einen erstmal, bevor ich das vergesse, stellen wir mal wieder das Training ein. So, letzte Einheit laden. Und ich überlege gerade, vielleicht lassen wir unsere Jungs auch vielleicht mal etwas anderes trainieren. Wobei ich denke, vielleicht könnten wir Menig mal austauschen. Wen könnten wir denn hier noch alternativ eventuell trainieren? Rinderknecht eventuell. Ist halt ein vielversprechender Spieler, aber halt auch nur ausgeliehen. Genau das ist eben unser Problem. Vielleicht sollten wir vielleicht nochmal Kubilanski trainieren. Der ist ja auch erst 23. Wisst ihr was? Kubilanski darf mal ein bisschen mitmachen. Ist nur die Frage was. Vielleicht an seinen Abschluss arbeiten. Ich glaube, das wäre nicht so schlecht. Abschluss nur eine 64. Ja, da könnte er sich durchaus noch verbessern. Genauso wie im Stellungsspiel. Deswegen nehmen wir mal bei Kubilanski, ich denke, die Angriffsszenarios. Und lassen erstmal zu Beginn eine weitere Trainingswoche, individuelle Trainingswoche simulieren. Oh, die war ja eher durchschnittlich. Baschewski nur Note D. Einmal Note B bei Cueto, der Rest Note C. So, lala. So ungefähr wie unser Vorbereitungsturnier, denke ich. Wir haben ein einziges Tor in den drei Spielen geschossen. Also, wir kennen wahrscheinlich mal wieder unser Problem. Chancenverwertung und so weiter. Beziehungsweise im letzten Spiel hatten wir sogar Schwierigkeiten und Chancen zu erspielen. Aber ich denke, das war alles Vorbereitung, das war alles Vorgeplänkel, da ging es noch um nichts. Ich denke, in gut 2 virtuellen Wochen gegen Erfurt werden wir dann auf den Punkt bereit sein. Hoffe ich zumindest. Vermutlich dann mit diesem Spielsystem 4-1-4-1. Mit Kubilanski als eine Art Spielmacher oder hängende Spitze, wie man das auch immer genau sehen will. Wobei einige Positionen ja noch nicht so hundertprozentig feststehen, wer dort spielen wird. Und vielleicht werden wir sogar bis dahin wahrscheinlich nicht. Aber wir wollen ja zumindest noch 1-2 Neuzugänge mit dazu holen. Übrigens, ein Spiel habe ich Oski noch mit auf die Liste gepackt. Und zwar ist das der Bote Baku. Der Name klingt irgendwie sehr religiös. Der Bote, der aus Baku kam. Auf jeden Fall ein junger, 19-jähriger deutscher Nachwuchsspieler vom FSV Mainz 05. Der wurde mir ebenfalls empfohlen, denn der soll, und da sehen wir es sogar, ein sehr laufstarker Spieler sein. Beide Arbeitsraten, defensiv wie offensiv, hoch. Schwacher Fuß, 4 Sterne, gefällt mir auch schon mal ganz gut. Das könnte tatsächlich einer sein, den wir eventuell sogar noch ausleihen. Aber das Problem ist, all die Spieler, die jetzt hier gerade auf unserer Wunschliste noch stehen, können momentan nicht gescoutet werden, weil all unsere Scouts voll ausgelastet sind. Und da wollte ich mal ganz kurz nachschauen, wie lange die noch ungefähr so brauchen. 13 Tage braucht unser Chef-Scout noch, um seine Spieler zu Ende zu scouten. Benjamin Klein, wie lange brauchst du? Er braucht sogar noch... Ach stimmt, einen weiteren Spieler habe ich auch noch mit. Zwar nicht auf die Liste gepackt, aber ich lasse noch einen weiteren Spieler beobachten. Nämlich Christoph Knasmöhner, gegen den haben wir noch im letzten Spiel gespielt. Momentan sowas wie der Shootingstar, nenne ich es einfach mal, des Vorbereitungsturniers in Österreich. 2 Tore, 2 Vorlagen, könnte durchaus der Mann des Turniers werden. Auch den lasse ich einfach mal spaßeshalber beobachten. Die restlichen Spieler 13 bzw. nur 8 Tage bei einigen. Ein Bericht ist da sogar schon vollständig. Genau, der von Bischof ist nämlich vollständig, deswegen konnte ich auch Christoph Knasmöhner direkt noch scouten lassen. Dann Nicolas Dufrense, er braucht noch 11 Tage, okay, das geht ja alles einigermaßen.
Da sind wir auf jeden Fall. Okay, guck mal, die dauern sogar nur 6 Tage. Okay, unsere in Anführungszeichen Billig-Scouts haben halt nur 4 Spieler, deswegen brauchen die anscheinend auch nicht so lange. Er hier braucht noch 10 Tage für die 4 neuesten Spieler, die wir noch nachträglich auf die Wunschliste gesetzt haben und die ich jetzt ebenfalls scouten lasse. Also da müssen wir noch uns ein bisschen gedulden, bis da alle Spieler wirklich fertig beobachtet wurden. So, Transferüberblick haben wir beim letzten Mal, glaube ich, schon geguckt. Da werden wir jetzt auch mal alle 2-3 Tage, denke ich mal, reinschauen, damit wir auch auf dem Laufenden sind, was unsere Konkurrenten so anstellen. Ein Jugend-Scout haben wir ja auch schon versendet. Ich denke, da werden auch Ende des Monats, beziehungsweise Anfang des nächsten Monats, die ersten Jugendspieler uns hoffentlich angeboten. Wir gucken mal auf den Kalender. Das waren unsere 3 Vorbereitungsspiele. Das erste Spiel war mit Abstand das Beste, nicht nur wegen des Sieges, 1-0 gegen die Horfe, gegen Alltag, das war so ein typisches Unentschieden-Spiel, torlos 0-0 und im letzten Spiel unser schwächster Auftritt und ich denke, die Niederlage war auch nicht unverdient, 0-1 gegen Admira Wacker aus Österreich. Deswegen am übernächsten Samstag, den 22. Juli, geht's also los mit dem Gastspiel im Steigerwaldstadion im schönen Thüringen. Bei Rot-Weiß Erfurt. So, aber eine Sache wollte ich noch vorab probieren. Dazu gehen wir in die Teamzentrale. Ihr habt ja alle mitbekommen, unsere ersten Angebote, Vertragsverlängerungsangebote für unsere beiden Schlüsselspieler, Rizzi und Grimaldi, sind ja ins Leere gegangen. Ich möchte mal probieren, aber ich denke mal, der Zeitabstand ist noch zu gering, oder? Trotzdem möchte ich es einfach nochmal probieren, ob die beiden sind anscheinend noch nicht bereit für neue Vertragsverhandlungen. Bei Grimaldi gucke ich sicherheitshalber auch nochmal eben. Aber auch er steht momentan nicht für neue Vertragsverhandlungen zur Verfügung. Gut, aber wir haben ja noch ein paar andere Spieler im Kader, dessen Verträge auch auslaufen. Und da wollte ich auch schon mal kurz reingucken. Zum Beispiel Rühle oder Hoffmann, die beiden rechten Mittelfeldspieler von uns. Zumindest einen von den beiden möchte ich auf jeden Fall verlängern. Und da tendiere ich momentan schon fast zu Hoffmann. Stärkepunkt besser. Und auch ein Jährchen jünger. Wen haben wir denn noch? Braun steht sowieso auf der Transferliste. Rinderknecht ist ausgeliehen. Wiebe möchte ich auch sehr gerne verlängern. Al-Hassaime wahrscheinlich auch. Dann hätten wir noch Scherder, Kittner und Mai. 3 Innenverteidiger, dessen Verträge auslaufen. Tritz möchte ich eigentlich auch verlängern. Ich glaube, Tritz ist sogar der für mich wichtigste Spieler, dessen Vertrag ich verlängern will. Schulze Niehus läuft noch 2 Jahre. Komm, wir probieren mal mit Steven Tritz zu verlängern. Den 30-jährigen Rechtsverteidiger. Hat eine sehr gute Vorbereitung gespielt. Ich muss noch mal kurz gucken, was man hier noch sonst so machen kann. Für mich ist das noch alles neu. Taktikvorlagen, Trikotnummer ändern wollen wir alles nicht. Freigeben sowieso nicht. Vertragsverhandlungen. Gehen wir mal rein. Alle guten Dinge sind ja bekanntermaßen 3. Die ersten beiden sind ja nicht so erfolgreich gelaufen. Und da haben wir ihn wieder groß im Bild. Fridolin Feige. Noch ist er guter Laune, guter Dinge. Aber das könnte sich gleich ändern. Wir beginnen wieder mit der Teamrolle. Da haben wir ihn. Steven Tritz. Ich denke, das können wir erstmal wieder überspringen, bitte. So, hat er jetzt irgendwas gefordert? Ich glaube nicht, oder? Manchmal kommt das ja auch vor, dass die Spieler direkt kommen und sagen, yo, das und das, das will ich. Aber in dem Fall war es jetzt, glaube ich, nicht so. Er ist auf jeden Fall nach wie vor ein wichtiger Stammspieler. So, sind Sie damit einverstanden? Ja, sehr gut, das entspricht den Vorstellungen. Das ist schon mal die erste Hürde. Wie lange der Vertrag laufen soll. Auch da macht er keinen Vorschlag. Und ich glaube, in FIFA ist es ja immer so gewesen, dass ein Vertrag maximal 5 Jahre laufen kann. Deswegen gehe ich aktuell, ich weiß es aktuell, aber immer noch nicht hundertprozentig, aber ich gehe davon aus, dass wenn wir jetzt auf ein Jahr gehen, dass die Vertragslaufzeit tatsächlich nur bei einem Jahr bleibt. Also das ist nicht so, dass der Vertrag dann um ein Jahr verlängert wird. Der Vertrag läuft weiterhin nur ein einziges Jahr.
Und deswegen gehe ich hier auf jeden Fall mindestens auf 2 Jahre. Vielleicht sogar auf 3. Ne, wir machen erstmal auf 2. So, wir möchten hier eine Laufzeit von 2 Jahren oder für 2 Jahre verpflichten. Wir haben ihn schon verpflichtet. Weiterhin verpflichten. Also manchmal ist die Wortwahl hier auch nicht so ganz korrekt. Ja, so hatten wir uns das vorgestellt. Nun können wir fortfahren. Sehr schön. Da ist er also auch mit einverstanden. Freigabesumme. Möchte keine Freigabesumme, das ist sehr gut. Deswegen akzeptieren wir das natürlich auch selbstverständlich. Perfekt. Also in den Punkten haben wir uns schon mal geeinigt. Und jetzt natürlich wieder das Wichtigste, das Schwierigste, das Gehalt. Was? Gehalteinstiegsbonus? What the fuck? Achso, er hat noch gar keine Angaben gemacht. Interessant. Er verdient momentan 5.000. Und ich denke, da können wir ruhig mal auf 6.000 pro Woche hochgehen. Ohne Zusatzgebühren, ohne Einstiegsbonus, würde ich sagen. Aber wahrscheinlich will er auch irgendeinen Bonus haben, denke ich mal, oder? Wir probieren es erstmal ohne Boni. Mal gucken, was er dazu sagt. Diesmal überspringe ich das mal nicht. Ah, ich glaube, er ist noch nicht so ganz zufrieden. Denn er will bestimmt einen Einstiegsbonus, oder? Also ein Handgeld. Ja, natürlich. Gehaltswünsche auf 4.400 zu senken. Okay. Dafür möchte er allerdings einen Einstiegsbonus und einen Einsatzbonus nach 20 Einsätzen. Warum wollen die alle so einen hohen Bonus haben? Vor allem nach 20 Einsätzen 100.000 Euro. Das finde ich ganz schön heftig. Bonus bearbeiten. Ne, wir entfernen den Bonus mal. Bin ich nicht bereit, 100.000 Euro nach 20 Einsätzen zu zahlen. Gut, er möchte aber halt einen Einstiegsbonus haben, sprich ein Handgeld. Warum heißt das überhaupt Einstiegsbonus? Der Begriff ist auch irgendwie ein bisschen fremd. Ich meine, wenn er jetzt neu zu dem Verein dazukommen würde, dann könnte man das natürlich als Einstiegsbonus betrachten. Aber er ist ja schon bei uns im Verein. Deswegen auch hier wieder die Wortwahl ein bisschen irreführend, wie ich finde. Aber komm, wir gehen mal da ein bisschen entgegen. Ein Handgeld von 25.000, wenn er unterschreibt, würde mit dem Gehalt sogar runtergehen um 600 im Vergleich zu jetzt. Ich glaube, da machen wir sogar einen kleinen Gewinn von, oder? Das wären 600 Euro pro Woche, das wären 2.400 im Monat. Ja, dann würden es auch ungefähr 20.000 Euro oder sowas sein, die wir dadurch sparen. Ja, und Einstiegsbonus 25.000, das würde einigermaßen gut passen. Also, da würden wir ehrlich gesagt kaum Verlust mitmachen. Deswegen versuchen wir es mal so vorzuschlagen. Mal gucken, was er dazu sagt. Wir möchten diesen Deal abschließen. Aber für weniger als 5.200 auf keinen Fall. Okay, jetzt möchte er anscheinend doch wieder mehr Gehalt. What the fuck? Auf einmal gehen die doch dann doch wieder hoch. Was sind das denn für Vertragspartner? Das kannst du doch keinem erzählen. Aber okay, 5.200 geht minimal nach oben, ist auch auf jeden Fall in Ordnung. Und Handgeld, komm, 32.000, bitte. Wir wollen auch mal eine erfolgreiche Verhandlung hier führen. Sonst wird unser Fridolin Feige ja noch völlig depressiv. So, kommt schon, Leute. Guter Stevan. Und lieber Berater von Stevan. Gehalt ist in Ordnung, aber die gehen auch nicht runter mit ihren beschissenen, Entschuldigung, Einstiegsbonus, ne? Ach, Leute, jetzt müssen wir hier wieder wegen ein paar tausend Euro feilschen. Komm, 40.000. Weil es ums Prinzip geht. Mein Gott. Angebot absenden. 2 Jahre wichtiger Stammspieler. Kommt schon. Ey, die gehen auch, die kommen uns kein bisschen entgegen, ne? Ach, wisst ihr was? Scheiß auf die 3.500 Euro, wir akzeptieren, bevor der Berater hier die Verhandlungen komplett abbricht. Akzeptieren! Und ein kleiner Erfolgsjingle ertönt. Unsere erste erfolgreiche Vertragsverlängerung mit Steven Tritz. Einmal Shake Hands mit dem Berater.
und mit unserem französischen Rechtsverteidiger. Also, es geht doch. Und ja, also meine Vermutung war richtig. Ihr seht es jetzt. Ab sofort hat Steven Tritz noch 2 Jahre Vertrag. Also er wurde nicht um 2 Jahre verlängert, sondern die Laufzeit beträgt jetzt 2 Jahre. Ich habe es schon fast vermutet, aber jetzt habe ich auch die Gewissheit, dass es tatsächlich so stimmt. So, zumindest einen weiteren Vertrag würde ich auch noch gerne verlängern. Ich denke, Wiebe wäre da ein ganz guter Kandidat oder Hoffmann. Machen wir erstmal mit Wiebe, mit dem 23-jährigen Sechser. Weitere Vertragsverhandlungen können wir natürlich auch noch später machen. Wobei Grimaldi und Rizzi ja eigentlich die wichtigsten sind. So, hallo Fridolin, hallo Herr Feige, wie geht's Ihnen? Wieder super gut drauf. So, und er macht hier, unser lieber Herr Wiebe, gleich mal eine Forderung. Denn er möchte ein wichtiger Stammspieler sein und das wäre er sowieso gewesen. Deswegen das akzeptieren wir sofort. So, dann wahrscheinlich kommt wieder die Vertragslaufzeit. Da hat er keinen Vorschlag. Da würde ich wiederum vorschlagen, 3 Jahre. Dass er seinen Vertrag also um 2 Jahre verlängert. Ich hoffe, das ist für ihn in Ordnung. Ja, das haben wir uns so vorgestellt. Wunderbar. Freigabesumme. Übergehen bitte. Ich möchte keine Freigabesumme. So, die möchten anscheinend auch keine Freigabesumme. Dann fangen wir oder gehen direkt zum Gehalt über. 4.300 verdient er aktuell. Da können wir mal locker auf 5.000 erhöhen. Und einen kleinen Einstiegsbonus kriegst du auch noch in Höhe von 10.000. So, Bonus gibt's keinen. Hoffentlich nicht. Angebot absenden. So langsam wissen wir, wie der Hase läuft. Das Angebot ist ihnen allerdings zu niedrig. Auch er will wieder einen Einstiegsbonus in Höhe von 56.000 und ein Torebonus. 20 Tore, 135.000. Okay, ich bezweifle mal ganz stark, dass Wiebe als defensiver Mittelfeldspieler irgendwann mal 20 Tore zusammenbekommt. Deswegen können wir den Bonus da gerne sogar mal stehen lassen, ausnahmsweise. Gehalt gehen wir aber noch mal ein bisschen runter beim Einstiegsbonus. Gehalt 3.800. Also auch wiederum 500 nach unten im Vergleich zu jetzt. Also ich finde, die Berater machen da einen merkwürdigen Job. Aber trotzdem, Einstiegsbonus möchte ich noch ein bisschen verhandeln. 40.000 ist auch eine Menge Geld, ne? Einfach mal 40.000 dafür, dass er einen Vertrag unterschreibt. Bar auf die Kralle. Angebot absenden. Mal gucken, was Herr Wiebe und sein Berater dazu sagen. Habe ich ihn gerade Daniel Wiebe genannt? Danilo Wiebe heißt er natürlich, der kölsche Jung. So, Einstiegsbonus 56.000. Die gehen da auch kein Stückchen runter, ne? Nochmal Gegenangebot. Ich könnte natürlich jetzt wieder auf die 6.000 Euro scheißen, aber es geht mir echt hier ums Prinzip. Die sollen uns mal ein bisschen entgegenkommen. Ich gehe einfach mal auf Runde 50.000. Auch wenn es mir ehrlich gesagt eigentlich ein bisschen zu viel ist. Aber immerhin geht das Gehalt dafür dann natürlich runter. Von daher, wieso nicht? So, kommt uns mal ein bisschen entgegen. Nein, tun Sie nicht. 56.000. Wisst ihr was, bevor auch die Verhandlungen auf Eis gelegt werden, akzeptieren wir unsere zweite erfolgreiche Vertragsverlängerung innerhalb von wenigen Sekunden, Minuten, Stunden hier wahrscheinlich Realtime im Spiel, die wir geführt haben. Wiebe hat um 2 Jahre verlängert und Tritz um 1 Jahr verlängert. Und ich denke, das sollte dann auch erstmal ausreichen. Ich weiß, es laufen noch einige weitere Verträge aus. Aber da können wir vielleicht erstmal noch ein bisschen die Saison abwarten, wer sich da hervortut, hervorsticht. Und dementsprechend können wir natürlich dann auch besser noch unsere Angebote abgeben. Und guck mal, durch die beiden Vertragsverlängerungen haben wir jetzt schon ein Minus im Profit, nämlich minus 56.000. Das sind genau die 56.000 Euro, die Wiebe jetzt an Handgeld haben wollte. Unfassbar. Gehaltsbudget ist nahezu, ja, gleich geblieben, weil die Gehälter ja sogar ein bisschen runtergegangen sind im Endeffekt. Interessant, interessant. Okay, dann haben wir immerhin das schon mal geschafft und gehen jetzt mal langsam ein paar Tage voran. Mal gucken, wie lange, wie weit wir kommen.
bis wir mal wieder ein Transferangebot bekommen. Ich mache jetzt mal alle 3 Tage einen automatischen Stopp. Denn mich interessiert nach wie vor, was auch so auf dem Transfermarkt los ist. Den ersten Top-Transfer haben wir ja schon beim letzten Mal mitbekommen. Florenzi, Alessandro Florenzi, italienischer Rechtsverteidiger, wechselt vom AS Rom zu Bayer Leverkusen unter anderem. So, Angebote haben wir keine bekommen. Aber wir gucken trotzdem mal beim Transferüberblick. Da wechselt zum Beispiel Tanna von Las Palmas für 7,4 Millionen Euro zu meinem Lieblingsclub nach England, nämlich West Ham United für 7,4 Millionen Euro. Oh, wird wahrscheinlich eine Art Backup sein, denke ich mal. Widmer verlässt Udinese Calcio Richtung Club Brügge nach Belgien. Interessant, für 12,4 Millionen Euro. Die haben sich also auch gut was kosten lassen. Cardiff City bezahlt 3,7 Millionen Euro. Edgar Pripp verlässt Hannover 96, den Bundesliga-Aufsteiger für 3,5 Millionen Euro und schließt sich den französischen Aufsteiger Racing Straßburg an. Straßburg ist ja übrigens, ich glaube, die Stadt, die am also zumindest von großem Verhältnis her, die größte Stadt an der Nähe der deutschen Grenze. Also Straßburg erlebt man auch mal häufig, dass dort gerne mal deutsche Spieler nach Frankreich wechseln oder auch umgekehrt, dass von Straßburg gerne auch mal Franzosen nach Deutschland wechseln. Also Edgar Pripp wechselt die Grenze nach Westen, nach Frankreich, während Ludigin, der Keeper von Zenit St. Petersburg, sich Crystal Palace anschließt für 8,6 Millionen Euro. Haben die eigentlich noch Steve Mondon da im Tor, Crystal Palace? Oder war der nur ausgeliehen? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Während Swansea City, Premier League Vereine haben ja das Geld, einfach mal 21,4 Millionen Euro für Tagliafico ausgibt, Linksverteidiger aus Argentinien. Auch sicherlich ein interessanter Mann. Schnatterer, der langjährige Kapitän von Heidenheim, 31 Jahre alt, wechselt für 7,1 Millionen Euro nach Brasilien. What the fuck? Okay, Schnatterer war eine Vereinslegende in Heidenheim, aber für das Geld hätte ich dann wohl auch ja gesagt. Soll er mal noch ein paar Jahre in Brasilien kicken? Interessant. Unser Partner, hätte ich fast gesagt, Giroud de Bordeaux, zu dem wir ja eine Vereinsfreundschaft pflegen, also Preußen Münster pflegt eine Vereinsfreundschaft zu denen, nicht verkauft, sondern kauft. Al-Abed aus Saudi-Arabien, interessant. Bellarabi, ach guck mal an. Natürlich muss Leverkusen, die gerade Geld ausgegeben haben, auch Geld irgendwie einnehmen und verkaufen Karim Bellarabi für 32,4 Millionen Euro nach England zu den Tottenham Hotspurs. Auch ein interessanter Transfer. Also Leverkusen sehr, sehr aktiv. Osako verlässt den 1. FC Köln. Auch ein alter Bekannter, unvergessen in FIFA 15 oder was in FIFA 16? In FIFA 16 müsste es gewesen sein. Sein Doppelschlag im DFB-Pokalfinale. Als wir mit dem 1. FC Köln den DFB-Pokal gewonnen haben. Unvergessliche Zeit. Der Japaner für 14 Millionen Euro zu Lok Moskau. Während der niederländische Nationalspieler De Vrij Lazio Rom für knapp 40 Millionen Euro verlässt Richtung PSG. Die haben also immer noch genügend Geld im Portemonnaie, um sich mal einfach so einen Topspieler zu holen. Ist aber auch nicht großartig verwunderlich. Khelifi verlässt Eintracht Braunschweig Richtung Spal. Ich habe keine Ahnung, welcher Verein das ist. Während Mama F sich der Eintracht aus Frankfurt anschließt für 12,7 Millionen Euro. Also, man sieht schon, da sind einige Transfers am Laufen und viele Transfers. Bremen schlägt nochmal zu, holt Lang aus Basel. Holebas, ehemaliger Bundesligaspieler, wechselt zu Cagliari Calcio vom FC Redford zurück, also nach Italien. Während Mayo nach Juventus Turin wechselt. Oh, sind das viele Transfers. Da kann ich jetzt nicht mal jeden einzelnen vorlesen. Memedi verlässt Leverkusen ebenfalls Richtung Brighton, den englischen Premier League Aufsteiger. Und die dahinter waren uns schon bekannt. Also ich glaube, ich schaffe es gar nicht, jeden einzelnen Transfer hier vorzulesen. Wird hoffentlich jetzt in Zukunft ein bisschen schneller vonstatten gehen. Wir gehen ein bisschen voran, 2-3 Tage. Und stoppen mal wieder zwischendurch die Simulation. Denn wir haben da gerade 5 neue Mates bekommen. Und können erstmal wieder das Training einstellen, bevor wir das wieder vergessen. Und ich denke, wir machen es wieder wie in der Vorwoche. Bitte diesmal mit besseren Trainingsleistungen.
Oh, das war jetzt nicht unbedingt bessere Trainingsleistung. Kobylanski immerhin Note A. Das gefällt mir sehr gut. Schärs und Cueto diese Woche nicht so konzentriert. Heinrich war gut. Waschewski so lala. Okay, haben wir das auch wieder geklärt? Hoppala. Haben wir denn irgendwelche neuen Breaking News? PSG gewinnt Rennen um De Vries. Das haben wir schon gesehen. Real Madrid verpflichtet Tyson von Schachtar Donetsk. Juventus Turin hofft, Piatti zu verpflichten. Okay. Und guck mal, was wir in den Medien erfahren. Chemnitzer FC gewinnt Rennen um Benjamin Schwarz. Wir haben also unseren ersten Spieler verkauft und Fortuna Köln holt Leo Pereira, der die Rücknummer 13 erhält, für 1,1 Millionen Euro. Von wo kommt der denn her? Zuvor Orlando City. Okay, 21-jähriger Innenverteidiger aus Brasilien, den sich die Fortuna aus Köln da einfach mal gegönnt hat. SVW in Wiesbaden ein Aufstiegskandidat. Meppen vor schwieriger Saison. Wird ihnen zumindest hervorgesagt. Mal gucken, wie es am Ende tatsächlich aussehen wird. Ich glaube, wir haben jetzt den Bericht von Preußen Münster, ne? Die Einschätzung zu Preußen Münster irgendwo verpasst, oder? Nee, da sind wir doch. Preußen Münster ist ein Aufstiegskandidat. Saisonprognose Platz 9. Haha. Schlüsselspieler Adriano Grimaldi. Okay. Nico Rinderknecht hat eine große Zukunft und wird bald sicher sehr beeindruckend. Das wird die Zeit auch erst zeigen. Okay. Der erste Spieltag rückt näher und näher. Und wir bekommen einige Abschlussberichte. Sehr schön. Erstmal die Information: Benjamin Schwarz ist tatsächlich verkauft. 140.000 Euro wurden unserem Transferbudget gutgeschrieben. Sehr schön. So, Abschlussbericht. Die ersten Abschlussberichte sind jetzt drin. Das freut uns natürlich. Die gucken wir uns auch sofort mal an. Und zwar müssten das die Berichte von Alexander Richter gewesen sein. Wie komme ich denn jetzt zu seinem Bericht? Entsenden. Ich möchte ihn nicht entsenden. Hä? Wie kann ich denn jetzt? Ah, dieses Scouting-System, Leute, ne, es geht mir so ein bisschen auf die Eier, muss ich sagen. Kann ich denn jetzt bitte? Ah, Scout-Bericht anzeigen. Oh, ist das auch umständlich gemacht. Mein Gott. So, wen haben wir hier? Florent Musiala hat eine Gesamtstärke von 60, Bapo von 57, Pavlidis nur von 56. Ich dachte, er wäre ein bisschen stärker, denn er war sogar einer meiner Favoriten, weil er offensiv Allrounder ist und auf mehreren Positionen eingesetzt werden kann. Ich setze ihn trotzdem mal kurz auf die Wunschliste, beziehungsweise werde ihn in der Transferzentrale vermerken, genauso wie Bapo. Muslia. Stärke 60. Sehr schneller Mann. Ich weiß, auch den werden wir einfach mal mit draufsetzen. Und dann haben wir hier noch Sandy Lovric. Der hat schon eine Stärke von 65. Hui, der Österreicher von Sturm Graz. Sprintgeschwindigkeit 42. Das gefällt mir schon mal eher nicht so. Also ein laufstarker Sechser scheint er dann nicht unbedingt zu sein. Ich lasse ihn einfach mal hier im Scout-Bericht mit drin. Allerdings könnte Herr Richter ja jetzt vier neue Spieler scouten. Ich weiß nach wie vor nicht, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, die Spieler, die hier sowieso schon auf der Wunschliste stehen, dass er die vielleicht einfach scouten kann. Aktion anzeigen, sortieren, von Liste nehmen. Ich glaube, die muss ich mir mal eben alle merken. Baku, Latte, Lat, Ndenge und Schlager. Ich glaube, ich muss das echt umständlich machen, oder? Ich muss extra nochmal hier in die Spielersuche rein, mir die einzelnen Spieler nochmal eben rauspicken. Sava Schlager war einer davon. Und hier kann ich ihn dann beobachten lassen. Ich streiche ihn dann auch sofort erstmal wieder von der Wunschliste. Ich weiß nicht, ob es eine schnellere Methode gibt als diese, wie ich die hier gerade mache. Gibt es bestimmt. Wenn ja, verratet es mir bitte in den Kommentaren. Aber ich weiß gerade eben keine bessere Methode. Hier das gleiche Spiel. Erstmal wieder von der Wunschliste nehmen und beobachten. Latte Latt. So, dann hatten wir noch Baku. Einfach ein sehr kurioser Name. Bote Baku.
Ich weiß auch nicht. Hat irgendwie was. Beobachten, von Wunschliste streichen. So, und dann waren es noch zwei weitere Spieler, die auf der Liste standen. Der eine war noch ein Denge. Finden wir den so? Ja, finden wir sogar. Sehr schön. Und auch den beobachten wir. Hallo, bitte beobachten und von Wunschliste wieder streichen. Dann haben wir, denke ich, da erstmal. Sind wir da erstmal wieder auf dem Laufenden? Gucken wir mal kurz Transferzentrale. Genau, denn ich möchte hier auf dieser Wunschliste nur Spieler haben, die bereits vollkommen und fertig gescoutet wurden. Laufcard können wir momentan noch nicht beobachten, weil eben alle Scouts wieder voll ausgelastet sind. So, das sind also unsere ersten Kandidaten. Bapo. Hoppala. Ach, da habe ich aus Versehen R3 gedrückt. Da. Ah, so kommen wir auch zur Spieler. So. Ah, okay. So geht es natürlich ein bisschen schneller. Wenn ich aus diesem Menü aus R3 drücke, kann ich natürlich auch direkt auf die Spielersuche gehen. So, Pavlidis. Die haben sogar schon Eigenschaften. Angeschnittener Schuss. Bapo hat sogar drei Eigenschaften. Anspielstation, verbissene Positionskämpfe, Distanzschütze. Was geht denn mit ihm ab? Physisch sieht er schon mal ganz gut aus. Mental muss er natürlich noch ein bisschen wachsen. Ballkontrolle ist gut. Schusskraft, Fernschüsse. Also er ist eher ein offensiver Mittelfeldspieler auf jeden Fall. Kann auch im Sturmzentrum oder auf der Achterposition spielen. Sehr flexibel also. Muslija könnte auch im rechten Mittelfeld spielen. Pavlidis kann auch im Sturm oder auch auf der 10 oder im linken Mittelfeld spielen. Zudem auch noch schwacher Fuß, 5 Sterne. Also die beiden Bochumer Jungs hier finde ich schon mal sehr interessant. Aber warten wir noch ein bisschen ab, bis weitere Spieler gescoutet wurden. Wir haben einen Profit von plus 363.000. Wo kommt die denn her? Bei The Way, wir können mal ganz kurz gucken. Wo konnten wir das denn noch gucken? Mit den Trikotverkäufen. Das war hier bei den Finanzen, ne? Genau, stimmt, da haben wir auch noch gar nicht reingeguckt. Ausgaben bislang 742.000, Einnahmen bislang 1,1 Millionen Euro. Dauerkarten haben wir 271.000 Euro schon eingenommen. Preisgeld durch die Saisonvorbereitung 430.000 und durch Merchandising haben wir immerhin auch knappe 200.000 schon eingenommen. Trikotverkäufe. Meistverkaufte Trikots, die von Schwers, Kubilanski und Grimaldi. Ah, okay, die Fans kaufen anscheinend immer noch die Trikots von Grimaldi, sind ihm also noch nicht böse, dass er seinen Vertrag nicht verlängert hat. Apropos Vertragsverlängerung, wir probieren es einfach noch mal ganz kurz, auch wenn ich da gerade wenig Hoffnung habe. Oh, es funktioniert doch. Vertragsverhandlung, Adriano Grimaldi, die zweite Rolle im Kader. Zuerst natürlich wieder Schlüsselspieler weiterhin. Mit Ausnahme von Verletzungspausen. Ja, das ist wohl irgendwo selbstverständlich. Können wir mal wieder überspringen? Okay, da sind Sie natürlich mit einverstanden, denn eine größere Rolle gibt es ja auch gar nicht. So, Teamrolle, bla bla bla, Vertragslaufzeit. Beim letzten Mal hat mir ja 2 Jahre gesagt, da war ich aber noch eher der Annahme, dass sich der Vertrag hat um 2 Jahre verlängert. Aber ich möchte eigentlich, dass Grimaldi, er ist auch erst 26, dass er um 2 Jahre verlängert, also eine Vertragslaufzeit von insgesamt 3 Jahren dann hat. Mal gucken, ob die beiden das auch so akzeptieren. What the fuck? Ein Jahr. Also er will seinen Vertrag praktisch nicht verlängern. Das kannst du dir abschminken. Zumindest natürlich dann um 2. Oh, guck mal, die Option 3 Jahre ist jetzt auch weggefallen. Versuchen wir es mal mit 4 Jahren. Nein, wir machen dann halt eben 2 Jahre als Kompromiss. Aber ich bin ganz ehrlich, dann bin ich auch nicht bereit, irgendwie ein Handgeld von 150.000 Euro zu zahlen. Das bin ich eigentlich nicht bereit. So, immerhin haben die das schon mal akzeptiert. 2 Jahre Laufzeit ohne Freigabesumme, sehr schön. Akzeptieren natürlich ohne Freigabesumme. Und jetzt sind wir beim interessanten Teil.
Einstiegsbonus 135.000 und diesmal möchte er 230.000 nach 10 Toren. Boah, Leute. Bonus weg, kein Torbonus. Auch wenn höchstwahrscheinlich bei unserer Spielweise, die Vorbereitung hat es ja gezeigt, Grimaldi wahrscheinlich niemals 10 Tore erzielen wird. Aber trotzdem ist mir das ein bisschen zu viel. 15.000 Gehalt, meinetwegen, oder machen wir mal 14.000. Einstiegsbonus 125.000. War der Einstiegsbonus beim letzten Mal nicht sogar ein bisschen höher? Oder kommt mir das gerade nur so vor? Sind die da ein bisschen niedriger gegangen? Egal, wir probieren es mal so. 16.000 Gehalt auf einmal und 135.000. Die gehen auf einmal nochmal mit dem Gehalt hoch. Okay, vielleicht auch, weil der Bonus, der Torbonus gestrichen wurde. Das würde das eventuell sogar irgendwo erklären. Okay, 16.000 Gehalt ist in Ordnung. Wobei 1.000 Euro mehr pro Woche wären 4.000 im Monat, was wiederum 50.000 Euro pro Jahr mehr Geld wäre. Was wiederum bedeuten würde, wir können lieber den Einstiegsbonus so belassen, aber mit dem Gehalt vielleicht noch ein bisschen runtergehen. 15.000, dafür bleiben wir dann beim Einstiegsbonus von 135.000. Aber viel höher will ich eigentlich auch nicht gehen. Nein, die bleiben bei 16.000 Gehalt. Vorher habt ihr doch noch 15.000 gefordert. Ach, Leute. Die kommen auch kein Stück entgegen, habe ich so das Gefühl, ne? Okay, dann kommen zumindest 15.500. Dafür dann aber 5.000 Euro weniger Einstiegsbonus. Ich glaube, die werden wieder abbrechen, oder? Ne, er sieht immer noch nicht begeistert aus. Ich glaube, das war's, oder? Die kommen keinen Schritt entgegen, ne? Auch wenn es mich irgendwo ein bisschen ankotzt und gegen meine Prinzipien sogar irgendwie geht. Komm, wir akzeptieren, damit die ewigen Verhandlungen ein Ende finden. Zwar mit einem weinenden Auge, aber hey, Grimaldi verlängert um ein Jahr und die blöde Freigabeklausel ist dadurch Geschichte. Mal gucken, ob das am Ende wirklich wert war. So, Grimaldi. Wo? Ach, wir sind gar nicht bei Finanzen gewesen. Hier haben wir es. Hat jetzt 16.000 Gehalt. Und 2 Jahre Vertragslaufzeit. Kubilanski, by the way, würde ich auch vielleicht schon gerne vorzeitig verlängern. Aber wen ich auf jeden Fall auch verlängern will, ist natürlich er hier. Michele Rizzi. Auch für ihn Runde Nummer 2 in Sachen Vertragsverlängerung. Also unser Herr Feige, der gute Fridolin, hat gerade sehr viel Büroarbeit zu tun. So viele Hände müssen geschüttelt werden. So viele Gespräche müssen geführt werden. Diesmal mit dem Berater von Rizzi. Rolle, natürlich Schlüsselspieler, das akzeptieren wir. Vertragsdauer 1 Jahr, willst du mich verarschen? Versuchen wir mal bei Rizzi um 3 Jahre. Nö, möchte um 2 Jahre. Da gehe ich aber auf keinen Fall drauf ein. Ich probiere es einfach mal spaßeshalber mit 4 Jahren. Wenn das jetzt angenommen wird, ne, dann lache ich aber. Wäre irgendwie witzig. Nee, er bleibt natürlich bei 1 Jahr. Toll, aber wenn wir schon verlängern, dann natürlich mindestens um 1 Jahr. Alles andere würde einfach keinen Sinn ergeben. Okay, da ist er einverstanden. Freigabesumme. Braucht er keine, will er keine, wollen wir auch nicht. Dann wieder zum springenden Punkt. Und auch er möchte wieder ordentlich Boni obendrauf haben. Gegenangebot, verdient momentan 12.000. Erstmal wieder den Bonus entfernen. Einsatzbonus 220.000. Von wegen. So, Gehalt auf 14.000 wäre in Ordnung. Wobei, da könnten wir vielleicht erstmal ein bisschen runtergehen auf 13.000.
und zumindest hier das Handgeld mal ein bisschen reduzieren, denn das ist für einen Drittligaspieler dann doch eine ganze Menge. Und er verlängert halt nur um ein einziges Jahr. Wisst ihr was? Wenn er das nicht annimmt, dann werden wir die Verhandlungen erstmal selbstständig abbrechen und erstmal abwarten. Denn ich bin eigentlich nicht bereit, gleich zweimal so ein Riesenhandgeld zu bezahlen. Wir gehen sogar mit dem Gehalt noch weiter nach oben. Okay, ihr wollt mich, glaube ich, verkackarschen, oder? Verhandlungen beenden. Es tut mir leid, aber wir liegen einfach viel zu weit auseinander. Ihre Gehaltsforderungen sind deutlich zu hoch und wir sehen daher aktuell von einer Verpflichtung von Rizzi ab. Wir haben ihn schon verpflichtet. Oh, diese Dialoge, diese Gespräche, die sind einfach komisch. Okay, also bei Rizzi probieren wir es dann später nochmal. Aber immerhin, drei Verträge haben wir schon mal in diesem Part verlängern können. Das ist doch schon mal zumindest ein Teilerfolg. So, noch eine Woche bis zum Saisonstart. Grimaldi mit seiner Vertragsverlängerung hat sich auch gleichzeitig die Frage geklärt, wer als Kapitän in diese Saison geht. Es wird natürlich dann Adriano Grimaldi sein. Und Rizzi wird ja wahrscheinlich immer noch sein Stellvertreter, trotz der aktuell angespannten Vertragssituation. So, Transferüberblick, gucken wir mal wieder. Was gibt's da so Interessantes Neues? Der HSV verpflichtet Brian, einen Linksverteidiger, für knapp 4 Millionen Euro. Hätten sie das mal in Real Life getan, einen Linksverteidiger zu verpflichten, haben sie ja dort nicht geschafft. Mumiain, der Baskel von Athletic Bilbao, mittlerweile 24 Jahre alt, wechselt zu Inter Mailand für 18,5 Millionen Euro, während Gladbach Chris Quito, ehemaliger italienischer Nationalspieler, verpflichtet, 30 Jahre alt, 10,5 Mille. Das sind schon Wahnsinnssummen. Rukavina, das hatten wir schon bei den News zwischendurch gelesen, wechselt tatsächlich zu Deportivo Alaves. Ansonsten Nikolai Müller wechselt zum FC Augsburg für 8,2 Millionen Euro. Super Job, HSV. Mir fällt da nichts zu ein. Dickmann wechselt zum FC Paris. Schwarz wechselt nach Chemnitz, haben wir mitbekommen. Tyson haben wir auch schon gelesen. Für 31,2 Millionen Euro zu Real Madrid. Coleman verlässt den FC Everton, der Rechtsverteidiger, für 18,2 Richtung Napoli. Während Mainz De Blasis verkauft, der kleinste Spieler der Bundesliga bis dato gewesen, zum FC Krasnodar nach Russland. De Marcos, der nächste Schlüsselspieler von Bilbao, verlässt Spanien Richtung Leicester City, 18,4 Millionen Euro. Wahlquist, auch ein interessanter Name. Stuttgart verpflichtet einfach mal von Atletico Madrid Hernandez für 16,4 Millionen Euro. Ja, ein Aufsteiger hat halt genügend Geld zur Verfügung. Monet Paquet, auch ehemaliger Junioren-Nationalspieler Frankreichs, wechselt nach Florenz, während Miralas zum FC Barcelona geht. Oh, hier sind so viele Transfers. Damm, der Mexikaner mit deutschen Wurzeln, wechselt zum FC Arsenal, der Rechtsaußen, für 16,7 Millionen Euro. Jedenfalls, hier sind so viele Transfers am Start, da kann man wirklich nicht auf jeden einzelnen eingehen. Und guck mal, unser Profit ist ein bisschen geschrumpft, aber wir sind immerhin immer noch im Plus, trotz der Vertragsverlängerungen, vor allem von Grimaldi. Gut zu wissen, gehen wir noch ein Stückchen weiter vorwärts. Der Saisonstart rückt näher und näher. Und die nächsten Abschlussberichte kommen rein. Da unterbreche ich mal kurz die Simulation. Training können wir noch nicht wieder neu einstellen. Und es sind nur noch 3 Tage. Die Aufregung steigt bis zum Drittligastart. Neue Abschlussberichte. Sehr schön. Fabian Reese. Ach, das waren die Abschlussberichte, die unser Scout schon automatisch von Anfang an mit drin hatte. Fabian Reese, der ja auch auf der Leihliste steht. 64er Rating vom FC Schalke. Setz dich mal mit auf die Wunschliste. Sean Parker, auch interessanter Mann. Gesamtstärke 68. Wenn wir mit 2 Stürmern spielen würden, dann würde das durchaus vielleicht in Frage kommen. Ich denke, der FC Augsburg wäre durchaus bereit, ihn zu verleihen. Gehe ich mal ganz stark von aus. Sean Parker, auch ehemaliger deutscher Union-Nationalspieler. Auch ihn vermerke ich einfach mal auf der Liste. Und da war noch ein dritter, nämlich Florian Hansch, der spielt beim Chemnitzer FC, hat immerhin auch schon eine 63er Bewertung. Sehr schneller Mann, also physisch sehr gut dabei, gefällt mir.
Kopfball stark ist er allerdings nicht so. Wie groß ist er denn? Können wir hier leider nicht sehen. 21 Jahre jung. Auch mal auf jeden Fall vermerken. Vom Preis her sollte der auf jeden Fall auch finanzierbar sein. Notfalls auch nur als Leihspieler. Okay, dann haben wir hier noch drei neue Spielerberichte. Was wiederum bedeutet, kurz auf die Transferzentrale, dass wir jetzt nur noch Laukart beobachten müssen. Deswegen nehme ich ihn mal hier von der Liste, gehe dann mit R3 automatisch zur Spielersuche, suche den hier nochmal neu, um ihn dann von einem Scout scouten zu lassen. Das ist doch irgendwo wahnwitzig, oder? So, beobachten lassen, im Verein seit 2017, sprich fest verpflichten könnten wir den sowieso nicht. 12 Tage dauert das Scouting bei ihm, also das geht ja relativ flott bei unserem Chef-Scout. So, das sind also alle Spieler auf der Liste, die wir schon fertig gescoutet haben. Überwiegend junge Spieler und ihr wisst ja nach wie vor, wir versuchen uns noch ein, zwei Spieler auszuleihen. Allerdings habe ich mir auch schon sagen lassen, vielen Dank für den Hinweis, es scheint so zu sein, dass man keine Kaufoptionen mehr vereinbaren kann mit den gegnerischen Vereinen. Bin ich mal gespannt, ob das wirklich so ist. Ich denke, das werden wir im Verlauf dieser Transferperiode auf jeden Fall noch sehen. So, Transferüberblick. Es sind bestimmt wieder neue Transfers passiert. Zum Beispiel Timo Pertl wechselt nach Holland zu Zwolle, der ehemalige Bochumer. Ekrami hat einen neuen Verein gefunden mit Crotone, italienischer Zweitligist. Bernat verlässt den FC Bayern Richtung Rubin Kazan. Die Russen, die kaufen auch mächtig ein für 17,5 Millionen Euro. Bernat ist auch nie so wirklich über den Status Ersatzspieler beim FC Bayern rüber hinausgekommen. Ansonsten die letzten Tage nicht so viele interessante Transfers. Posinski, der nächste Außenverteidiger, beziehungsweise der nächste Spieler, verlässt Mainz 05 Richtung SC Freiburg, diesmal für 6,4 Millionen Euro. Warum zur Hölle wechseln alle deutschen Flügelspieler nach Brasilien? Erst Marc Schnatterer und jetzt der deutsche A-Nationalspieler Armin Younes wechselt zu Cruzeiro für 10,5 Millionen Euro. Erstmal ein guter Preis, aber vor allem, warum wechselt er nach Brasilien? Ich glaube, da hätte er bestimmt andere Optionen gehabt. Zum Beispiel Preußen Münster hätte ihn auch gerne genommen, mit Kusshand. So, ansonsten nichts wirklich Interessantes die letzten drei Tage dabei gewesen. Unsere Mannschaft scheint topfit zu sein. Einige Spieler auch mit einem Formhoch, sehr schön. Und bei einigen bin ich mir noch sehr unsicher, bei einigen Positionen, wer wo spielen wird. Denn ich würde zum Beispiel auch sehr gerne Rinderknecht mit in die Startelf holen. Ist dann nur die Frage, für wen. Können wir es uns leisten, Rizzi draußen zu lassen? Soll rechts Hoffmann oder Rüde spielen? Soll Cueto statt Heinrich links spielen? Und natürlich im Sturm Grimaldi oder Talent Waschewski. Guck mal, unser Kader ist wirklich extrem geschrumpft. Braun soll ja auch noch verkauft werden. Und dann ist unser Kader wirklich schon ein bisschen sehr dünn besetzt. Also zwei Leihspieler sollten wir tatsächlich dann doch noch dazu holen. Aber kein Grund zur Eile. Die Saison hat dann noch nicht angefangen. Allerdings, es ist nicht mehr weit. Drittliga-Start, liebe Freunde. Ich guck mal kurz bei den Begegnungen. Gibt es hier ein Freitagsspiel? Ja, es gibt ein Freitagsspiel. Eröffnungsspiel in der dritten Liga bestreiten der KSC und unser Erzrivale, der VfL Osnabrück. Wir dann also am Samstag in Erfurt im Einsatz. Gehen wir die letzten Tage noch voran und dann erwarten wir sehr gespannt den Saisonstart. Und einige Abschlussberichte kommen jetzt wieder rein. Sehr schön. Das gucken wir uns natürlich auch nochmal eben an. Zum Beispiel von David Sauerland. Neudecker, Wagner. Wow, da sind eine ganze Menge Abschlussberichte reingekommen. Gut, gucken wir uns mal ganz schnell an. Sauerland hat nur eine 56er Bewertung. Okay. Dafür aber ganz schön viel Gehalt. Für einen Spieler mit einer 56er Bewertung 5200 Gehalt. Das gibt es in Deutschland wahrscheinlich auch nur bei Dortmund und bei den Bayern. Trotzdem, ich glaube, wir setzen einfach mal alle Spieler mit in die Transferzentrale. Neudecker, auch interessanter Mann auf jeden Fall. Tom Scheffel, Rechtsverteidiger aus Chemnitz. Fridolin Wagner, unser Namensvetter aus Zwickau, hat immerhin schon eine 62.
Osmanowski, 48. Okay, ich glaube, er ist ja einer der wenigen, die setze ich einfach mal nicht mit auf die Liste. Genauso wenig wie Florian Wiedel mit einer 50er Bewertung. Das ist selbst für Drittliga-Ansprüche ein bisschen zu niedrig. Noah Feil vom VfR Aalen hingegen setzen wir auch nochmal mit in die Zentrale. So, dann haben wir den auf der Liste, den haben wir auf der Liste, den haben wir drauf, den haben wir drauf, den haben wir drauf. So, Bergmann wurde von jemand anderem gescoutet. Hat schon eine 64er Bewertung und wurde auch schon einige Male von euch in den Kommentaren vorgeschlagen. Theodor Bergmann von unserem ersten Gegner Rot-Weiß Erfurt. Er ist allerdings, habe ich glaube ich auch schon gesagt, wahrscheinlich ein Spieler, ein Stammspieler bei RWE, den sie auf keinen Fall verleihen würden. Marktwert knapp 700.000, ihn fest zu verpflichten, weiß ich nicht, ob das realistisch wäre. Auf jeden Fall kommt er auf unsere Liste drauf. Laukart muss noch gescoutet werden, genauso wie Knasmöhner. Hudek haben wir auch fertig gescoutet von FSV Zwickau. Und auch da sehen wir immer und immer wieder Verträge, die auslaufen. Dann haben wir hier Markus Piocek von den Sportfreunden aus Lotte, der ehemalige Münsteraner mit sehr guten Werten. Setzen wir auf jeden Fall auch mit drauf. Florian Hansch, den hatten wir doch schon, ne? Ja, den hatten wir schon. Bischof hatten wir allerdings noch nicht auf der Wunschliste vermerkt. Das tun wir auf jeden Fall auch noch nachträglich. So, dann sollten die alle Spieler hier mit draufstehen auf jeden Fall. Bergmann ist drauf, Piocek und Hudek. So, und dann hier noch vier weitere Spieler. Genau, die von einem Scout gescoutet wurden. Robert Gumny, Lech Posen, großes Talent. 63er Bewertung aktuell, zeigt großes Potenzial. Setzen wir mal drauf, genauso wie Gürkem Salam vom VfL Bochum. Vielleicht auch noch ein Kandidat neben Bapu und Pavlidis für eine Laie. Dann haben wir hier Frederik Ananur, schon mit einer 67er Bewertung. Interessant, Markt mit 1 Million Euro schon. Für einen Innenverteidiger sehr, sehr schnell, Sprintgeschwindigkeit 80. Auch wenn wir keinen Innenverteidiger brauchen aktuell, setzen wir ihn mal drauf. Und dann haben wir noch Ache, hat auch immerhin schon eine 66er Bewertung. Sprungkraft 90, Kopfball 78. Wie groß ist er denn? 1,82 nur. In Anführungszeichen nur, aber trotzdem extrem kopfballstark. Auf jeden Fall auch erstmal mit auf die Liste vermerken. Okay, haben wir ein paar weitere Spieler fertig gescoutet. Hoppala, ich wollte noch eigentlich die Abschlussberichte eben löschen. Vielen Dank. Verschwinden übrigens die gelöschten Mails hier nach Nachrichtenarchiv. Hä, warum verschwinden nur die beiden hier? Keine Ahnung, warum gerade die beiden im Nachrichtenarchiv gelandet sind. Wie dem auch sei, wir können mal ganz kurz auf die Wunschliste gucken. Gibt es übrigens hier ein Limit? Wir können auch mal nach Position, glaube ich, sortieren, oder? Ja. Gibt es hier übrigens ein Limit, wie viele Spieler auf der Wunschliste stehen können? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall sind schon einige Spieler mittlerweile drauf. Und dieser Ache interessiert mich irgendwie. 1,82 großen Linksfuß. Passen und mental ist ja noch nicht allzu gut. Athletisch allerdings schon mal top dabei. Trägt sogar die Rückennummer 9. Die Torjäger-Rückennummer bei Sparta Rotterdam. Okay, wir haben also schon einige größtenteils Talente hier. Interessante Talente auf der Liste stehen. Werden aber noch weiterhin ein paar dazukommen. Ich denke, so wirklich intensiv mit Transferverhandlungen beschäftigen tun wir uns erst, wenn alle Spieler fertig gescoutet sind. Das wird vermutlich nach dem Mappenspiel vermutlich sein, so Ende des Monats. Auch da haben wir schon die erste englische Woche. Aber irgendwo so in diesem Zeitraum bis zum Spiel gegen Werder Bremen 2 sollten wir dann alle Spieler gescoutet haben. Und dann werden wir uns wirklich bemühen und genau anschauen, welche Spieler wir eventuell verpflichten wollen. So, Begegnungen. Kommen wir zum aktuellen Geschehen zur dritten Liga. Das Eröffnungsspiel wurde gespielt und der VfR Osnabrück hat beim Zweitliga-Absteiger beim Karlsruher SC mit 2:1 gewonnen. Das ist also schon mal ein deutliches Zeichen an die Liga. Der KSC ist ja sowas wie der Krösus, behaupte ich mal, der dritten Liga. Hat eine sehr gute Mischung aus erfahrenen
Spielern und jungen Talenten. Für mich auf jeden Fall eine der großen Aufstiegsfavoriten. Und die verlieren gleich mal zu Hause die Auftaktpartie gegen Osnabrück mit 1:2. Da gucken wir mal ganz kurz, wer getroffen hat. Danneberg und Bickel waren zu den VfL Osnabrück. Fink, übrigens Rekordtorschütze der dritten Liga, hat auch hier für den KSC direkt mal im ersten Spiel getroffen. Nachvorlage von Dominik Strohengel, das ist das neue Sturmduo. Ein sehr erfahrenes Sturmduo beim KSC. Heiler mit einer Vorlage, Danneberg und Bickel mit den Toren. Es gab eine gelbe Karte, rote Karten gab es zum Auftakt. Keine. Okay, interessant. Top-Transfers, ist da noch irgendwas passiert? Kein neuer Top-Transfer dazugekommen. Bei Bochum ist, glaube ich, ausverkauft, kann das sein. Giramera wird ebenfalls verkauft. Transferüberblick, wenn wir schon mal dabei sind, schauen wir auch nochmal kurz drauf. Dresden verpflichtet Salvi für 2,6 Millionen Euro. Was sind das für Summen, die hier die Drittligisten und Zweitligisten bezahlen? Das ist schon ein bisschen sehr krass. Aber okay, wer bin ich, um das wirklich zu beurteilen? Giramera wechselt nach Österreich zum Wolfsberger AC für knapp eine Mille. Ansonsten Topal wechselt zu TSG Hoffenheim. Ich glaube, das ist auch so ein Standardwechsel, oder? Ich meine mich zu erinnern, dass Hoffenheim auch in den letzten beiden FIFA-Karrieremodi immer Topal von Fenerbahce verpflichtet hat. Auch diesmal 12,3 Millionen Euro lassen sich die Kreichauer den 31-jährigen Türken kosten. Auch nicht gerade ein Schnäppchen. Er hier hingegen ist schon ein Schnäppchen, würde ich behaupten. Cornet, eins der größten Nachwuchstalente in Frankreich auf dem Flügel, für 8,3 Millionen Euro von Lyon zu Atletico Madrid. Glückwunsch an die Spanier. Lopez von Levante, der Rechtsverteidiger, wechselt zu Stoke für 4,5. Basta zu Man United. Man United verpflichtet einen 32-Jährigen. Weiß ich auch nicht, ob das unbedingt in die Transferphilosophie eines José Mourinho passt. Aber gut. Unterhaching verpflichtet Lyon. Also nicht die Mannschaft Lyon, sondern den Spieler Lyon aus Hamilton, aus der schottischen Liga, für 105.000. Also kann man, glaube ich, nicht so viel verkehrt machen für die Summe. Mal gucken, ob er es zum Stammspieler schafft. Granqvist, der schwedische Nationalspieler und Abwehrchef, wechselt von Krasnodar nach Spanien zu San Sebastian. Und das sollte es dann auch erstmal gewesen sein mit dieser Woche, mit den Transfers dieser Woche. Wie gesagt, wir werden uns erst da noch ein bisschen später mit hinzugesellen. Und ich bin mir jetzt immer noch unsicher, wie ich auflaufen soll. Ich glaube, ich werde bis zum nächsten Part mir dann noch ein paar Überlegungen machen. Ich bin echt sehr unsicher, wie ich spielen will. Auch im Tor soll Körber spielen, soll Schulze Niehus spielen. Und ich glaube, ich werde eine Sache werde ich auf jeden Fall offscreen auch noch machen. Nämlich die Anweisungen und die Rollen verteilen. Aber das werde ich euch vor dem Spiel beim nächsten Mal auf jeden Fall auch nochmal dann mitteilen, wie ich mich da genau entschieden habe. Warum sage ich beim nächsten Mal? Natürlich, ihr wisst es doch. Denn jetzt kommen wir so langsam zum Ende von diesem Part. Das erste Spiel, den ersten Spieltag, werden wir damit erst beim nächsten Mal begutachten können. Wenn es wieder heißt, Let's Play FIFA 18 Karrieremodus mit unseren Adlern von Preußen Münster. Wie werden wir in die dritte Liga starten? Ein guter Start wäre so wichtig. Mal schauen, wie wir reinkommen. Wir werden es erfahren. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao, sagt euer Killer.